Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Half-Life 2 in der Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Half-Life 2 in der Collector's Edition, das Ganze aus dem Jahr 2004. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl! Das Ganze kommt hier in einer silbernen Metallhülle, in einer Metallbox. Wir haben hier oben geprägt einmal groß das Logo von Half-Life 2, hier in schwarz. Dann hier noch rechts dieses kleine R nebendran. Darunter lesen wir Collector's Edition und dann haben wir hier die Entwickler Sierra und Valve. Ansonsten hier alles komplett in Silber gehalten. Und auf der Unterseite haben wir hier Informationen, was uns hier erwartet. Also das Ganze ist hier in Englisch gehalten. Half-Life 2, the most anticipated PC game of all time. Also das heißt auf Deutsch, glaube ich, so viel wie das meist erwartete PC-Spiel aller Zeiten. Collector's Edition. Dann haben wir hier die Infos, was sich darin befindet. Also zusätzlich zu Half-Life 2 beinhaltet diese Collector's Edition Counter-Strike Source. Half-Life Source, ein freies T-Shirt und ein Prima-Book. Also in diesem Buch gibt es Informationen über Charakterhintergründe, Making-of des Spiels und jede Menge Artwork. Ja, dann haben wir noch die Beteiligten, einen Barcode, das Ganze ist ab 18 Jahren. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, jetzt sehen wir auch mal den Deckel, wie der wirklich geprägt ist. Also man kann das hier auf der Rückseite sehen. Das ist hier wirklich alles geprägt, jedes einzelne Symbol, jedes einzelne Zeichen, jeder Buchstabe hier. Und der Boxinhalt geht hier auf einmal raus. Von innen die Box ganz schlicht in diesem Silber gehalten. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Wir haben hier einmal das Shirt und in diesem Shirt ist mit dabei einmal das hier, das Lösungsbuch oder Hilfebuch. Und dann haben wir hier das Spiel in der Collector's Edition. Gut, wir starten immer mit dem Spiel. Das ist dieses hier. Kommt hier in diesem hochformatigen Plastik-Case. Half-Life 2, hier lesen wir auch wieder Collector's Edition. Auf der Seite auch nochmal. Und auf der Rückseite wieder die Info, was sich hier drin befindet. So, als erstes haben wir hier links so einen Einleger. Was haben wir hier? Die Infos, also einmal die Steuerung. Und was haben wir hier noch? Okay, also wie das Ganze hier läuft, wie man das installiert etc. Ja, also ziemlich selbsterklärend, meiner Meinung nach. Dann das Spiel an sich kommt hier, Collector's Edition. So sieht das aus. Das ist die Spieledisk, auf der eben auch noch andere Sachen mit drauf sein dürften, eben Counter-Strike unter anderem. Ja, so, dann haben wir das hier mit dabei, das Prima Official Hintbook. Also Hintbook, das heißt so viel wie ja, Hinweisbuch. So sieht das aus. Hier haben wir den Hauptcharakter des Spiels, Gordon Freeman, der hier gerade mit seinem Brecheisen kämpft gegen das Böse. Und hier geht's los. So, was haben wir hier? Wir haben so eine kurze Einleitung. Dann haben wir hier die Inhalte, also das Verzeichnis, was alles hier stattfindet in diesem Buch. Alles auf Englisch. Und ja, also wir haben zum einen jede Menge Artwork hier zu den Menschen bzw. Robotern oder auch ja, Kreaturen, gegen die wir hier antreten. Fahrzeuge natürlich mit dabei. Entschuldigung. Ja, also hier jede Menge Artwork, aber auch natürlich Hinweise so zur Umgebung oder einfach Hinweise, wie man gewisse Situationen besser löst. Karten sind ja auch mit dabei. Hier zum Beispiel einzelne Sachen erklärt. Also es ist einfach so ein Buch mit wertvollen Informationen rund um das Spiel. Und hier am Anfang werden dann auch nochmal die Charaktere näher gebracht. Okay. Und als dritten und letzten Boxinhalt dieser Collector's Edition haben wir dann noch ein Shirt mit dabei.
Das sieht so aus. Kommt hier in schwarz. Auf der Brust haben wir dann diesen silbergrauen Aufdruck. Ist noch ein Faden. So, hier wieder im Brustbereich das Half-Life 2 Logo. Auf der Rückseite sonst weiter nichts. Also alles hier in schwarz. Und bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem Shirt in der Größe L. 100% Baumwolle. Und ja, hier haben wir noch die Waschhinweise. Eventuell haben wir hier noch einen Zettel. Moment. Nein, also mehr ist hier nicht drin. Okay. Gut, wo das Ganze hergestellt wird, konnte ich jetzt leider nicht herausfinden. Grüße gehen raus, unbekannterweise. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt hier in der Größe L. Dann das Lösungsbuch bzw. das Hilfebuch hier zu Half-Life 2. Und natürlich das Spiel an sich in der Collector's Edition. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Half-Life 2 Collector's Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Half-Life 2 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.